Willkommen zurück zu einer neuen dino-starken Folge Jurassic World Evolution 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter und wir brauchen jede Menge Geld, denn das Geld, das schmilzt ganz schnell. Und ein Dino ist gestorben, eben gerade auch, und zwar die Giganotto. Der ist gestorben und jetzt machen wir hier zwei neue. Die Ankylos habe ich mal zurückgehalten. Ich habe geladen und habe die Ankylos mal zurückgehalten. Das war ein Fehler. Stegosaurus, Ankylos, der alte Krieg. Wie konnte ich das vergessen? Ihr da draußen wusstet Bescheid. Und wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt, ihr wisst ja, wie es geht. Eine kleine Bewertung da lassen. Wäre sehr, sehr geil. So, einige haben gemeint, man könnte zwei von denen haben. Das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Wäre natürlich sexy. Aber die Einnahmen sind immer noch gut, ne? Obwohl die hier weg sind, die beiden hier, läuft's. Gut, riesig, gigantisch. Da kommen sie. Zwei Giganotos. Okay, und dann wollten wir neue Fischis. Was, wie, wo, was, hier? Fischis. Denn die sind auf 100%, die müssen wir jetzt aber wieder neu modifizieren, weil geladen. Uff, sieht crazy aus, oder? Oh, ganz in lila. Huh. Ich will sie irgendwie ganz in lila haben. Jetzt bin ich davon überzeugt, sie komplett lila zu sehen. Ich mache die auf jeden Fall ein bisschen langlebig. Und... noch ein bisschen sozial. So. So, ihr kleinen Freunde. Schwach. Ja gut, aber das ist gar nicht so schlecht. Ich finde immer aggressive Dinos, dominante Dinos, machen nur Ärger. Die machen nur Ärger. Uff. Für die brauchst du aber gut was. So, ihr beiden. Und danach kann der direkt hier wieder in die Pause gehen. So, was ist denn hier los? Ich muss doch wissen, ob die sich mögen. Die sehen aber jetzt richtig geil aus. Auch hier eine neue Farbe. Produkt zugestellt. Fehlender Wald. Ja, schau ich erstmal hier ein bisschen in Frieden um. So, einer. Bestand, Wald findet er gut. Mhm. Produkt wurde transportiert. Das ist der andere hier und der muss ich auch erstmal ein bisschen umgucken. Offenes Gelände fehlt plötzlich. Wahrscheinlich, weil es jetzt zwei sind, ne? Da müssen wir höchstwahrscheinlich ein bisschen erweitern. So. Flup, 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 flup. Ein bisschen Sand vielleicht noch hinsetzen, damit die Kombis sich irgendwie geil fühlen. Wo ist der gute alte Sand? Hier drüben. So. Offenes Gelände, fehlender Wald, Komfort. Was fehlt denn jetzt schon? Oh nein, nein, na. Von wo kommt er denn? Oh Gott, bitte nicht schon wieder. Ey, das ist ja echt brutal. Soundeffekt geht ja schon mal hervorragend los. Okay. Moment, nee. Kein Zaun ist defekt. Habe ich nicht eben gerade Zaun defekt gelesen? So, machen wir die Schutzräume hier auf. So. Schutzräume sind am Start. Dann legen wir mal los. Okay, das ist schon mal kein heftiger Tornado. Stopp. Kleine Pause. Das Ding hier ist kaputt. Geh da mal ran. Und die hier sind richtig angepisst, weil denen das offene Gelände fehlt. Und die Beute. Okay, wir müssen das Gelände ein kleines bisschen größer machen. Aber wo ist denn ihre Area bis jetzt? Ah, die nehmen das schon alles ein. Guck mal, hier ist noch eine Ziege.
Schauen wir mal ganz kurz rein, wie wir das hier ein wenig optimieren können. Und es ist ja nicht wirklich viel. Nur so ein bisschen offen. Das muss jetzt aber reichen, du. Offenes Gelände, also komm, bitte. Reparatur, schnell, das geht so ins Geld. Oh, hier ist ein Zaun kaputt, Leute. Stopp, Pause. Das hier ist busted. Gehen wir mal an das Team hier. Oh, wie das aber auch wieder direkt in die Kohle reingeht, ne? Mach zu hier. Ja, was ist dein Problem? Oh, Gott sei Dank. Noch irgendwo was. Ja, hier oben. Aber die können doch hier nicht raus, oder? Nee. Alles easy. So, ein, zwei Gebäude sind noch kaputt. Eingehende Übertragung. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Immer dann, ne? Immer dann. Ja, klar ist gerade alles doof. So, was haben wir denn hier? Aggressiv, schwach, aggressiv. Ist nur einer gut. Cool. Und dafür brauchst du 9. Das gibt es doch nicht. Was habe ich denn gerade hier wieder für ein Glück? So, die beiden hier nochmal. Ja, ich weiß, der eine ist schon knatschig. Der dreht durch. Der will mehr Geld. Hier ausruhen. Ausruhen. So. So, das hier ist kaputt. Das hier ist kaputt. Läuft es jetzt mit den beiden hier? Ey, die harmonieren. Oh, die sind ja richtig, richtig hübsch, ne? Also das sind richtig hübsche Tierchen. Was habe ich denn jetzt hier für einen Anreiz? Alter, 2000. Hui. Wir bauen jetzt eh ein Gehege für Ankylos. Überleg, ob ich die hier hinsetze. Passt hier eigentlich potenziell noch irgendwas Geiles rein? Warte mal, bevor wir jetzt hier losbauen, wie die wilden. Nee, da passt nichts mehr rein, weil ich würde hier gerne eine Straße runterziehen und halt hier noch so ein Beobachtungsding. Weil der Anreiz ist halt hier schon recht groß für die Leute. Da wäre es natürlich super, wenn wir hier noch irgendwas hinmachen könnten. Damit die Leute einfach so ein bisschen was haben. So, Essen, Trinken ist ja irgendwie kritisch. Veganes Buffet, T-Shirts, aber nichts zu saufen haben wir hier in der Ecke. Das passt aber auch hier nicht mehr rein, zumindest kein großes mehr. Vielleicht noch ein kleines irgendwie so an die Kante ran. Ah, so ein kleines könnte ich mir vorstellen, würde noch gehen. Hier so ein kleines mit Getränken. So, bitteschön. Konfigurieren. Was ist hier beliebt? Bubble Tea. Machen wir Bubble Tea rein. Machen das hier rein. Ganz wichtig. Das hier und... Jetzt sind wir bei 17. Hm. Das andere würde mich runterziehen. Ja gut, dann bleiben wir hier bei 17. So. 7 Eier. Das sieht doch schon mal besser aus. Here we go again.
Jetzt wird hier ein bisschen ausgebrüht. Ausruhen, ausruhen. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Mann, wie die immer gleich im Randalieren sind, ne? Kriegen die hier einen Willen und drehen komplett durch. Was ist das hier für ein Schmutz? Stufe 2. What? Wieso kriege ich jetzt hier nur noch irgendwelche Billo-Dudes der Stufe 2? Weil der eine hier einen Gewerkschaftsstreik oder irgendwas losgetreten hat. Oder ist irgendwas kaputt? Kraftwerke sind ein bisschen mitgenommen, aber sonst? Alles klar, Moment. Also. Die Berries sterben bestimmt auch bald. Bin ich auch schon irgendwie uralt? Boah, die sind schon längst drüber. Kann sein, dass ich bald zwei neue Berries benötige. Also, hier, wir haben ja hier sehr viele interessante Sachen. Wir bauen auf jeden Fall Raptoren. Das ist die nächste Mission. Ich wollte Raptoren hier hinsetzen, weil Raptoren sind ja auch ultra beliebt. Da dachte ich mir so, ein paar Raptoren hier hin in die Ecke. Strom ist weg. Ach, weil das Ding gebaut wird. Oh, snap. Reparatur. Und irgendwo wird gejammert. Schauen wir mal ein bisschen durch. Ja, hier oben. Nichts zu trinken. Und hier natürlich. Hier müssen wir auf jeden Fall bauen. Guck mal, der Fresstempel reicht nicht mehr bis hierhin. Ja gut, dann machen wir hier. Machen wir hier jetzt Raptoren hin. Und zwar machen wir das so, dass hier dann direkt auch die... Oder machen wir hier die Ankylos hin. Oder wir machen erstmal die Fischis. Sind die schon durch? Noch nicht ganz. Wir müssen sie alle freigeben. Sonst, das sind soziale Tiere, sonst gibt es hier wieder... Ihr wisst ja, ne? Geheule ist dann immer groß. Dann würde ich mir hier oben ein bisschen Platz lassen, um halt hier wirklich Essen, Trinken und so einen Kram reinzumachen. Und Flugdinos wollen wir auch. Also rein theoretisch müsste hier Essen und Trinken reingehen. Und rein theoretisch müsste das auch reichen für Raptoren. Rein theoretisch, man weiß es nicht. Raptoren, wo sind sie denn? War noch irgendwo hier oben, ne? Ja, hier, Raptor. Schnelle Expedition. Sie kann das Solo machen. Nice, perfekt. Wer ist tot? Oi, 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 oi. Du da. Weg, 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 weg. So, endlich. Saurier freilassen. Wow. Nice. Delfine. Mega. Leider sieht man nicht so viel von der Farbe. Fehlender Fisch. Okay, darum kümmere ich mich gleich. Und auch die hier freilassen. So, fehlender Fisch. Of course, my friends. Wahrscheinlich die dann hier. Ach so, das muss hier auch an den Rand. Machen wir das hier hin. Reicht das oder brauchen die mehr? Fehlender Fisch, Komfort. Okay, die müsste ich erstmal so ein bisschen orientieren. Bestand. Aha, Fisch ist cool. Okay, okay, okay. Es breitet sich aus. Perfekt bis jetzt. Okay, man braucht nur zwei von denen hier. Fehlender Fisch. Der hat den Fisch gecheckt, aber der hier denkt immer noch. In Panik. Mag nicht Meeresbewohner klein. Jetzt sagt mir nicht, der eine ist ein kleiner Meeresbewohner. Offenes Gelände. Was? Sie brauchen noch mehr Platz, oder wie? Jetzt pendelt es sich ein.
Okay, der Moser, wie fühlt der sich so? Ist er zufrieden? Den jucken die schon mal nicht. Der sagt, ne, ist cool, ist cool. 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 Alright, die mögen sich. Bis jetzt. Bis jetzt mögen sie sich. Oh, da haben wir viel bekommen. So, Gary, übernimm du. Was habe ich jetzt hier für einen Saurier-Anreiz? 3077. Geil, Mann. Absolut geil. Jetzt müsste es nur mal Tag werden. Sieht man die auch mal ein bisschen rumspringen? Leider nicht, ne? Obwohl, der geht... Ne, geht nicht nach oben. Okay, der hat irgendwie Panik. Warum hat der hier eigentlich so ein... Ist der auf der Jagd? Du frisst aber niemanden hier weg, Kollege, oder? Die waren nämlich gar nicht so billig hier, die Urzeitdelfine. So, wir brauchen Raptoren. Wir brauchen eigentlich schon wieder die nächste Expedition. Saug uns hier die Raptoren ran. Damit wir hier direkt 4 Stück machen können. So, hier die nächste. Wo ist sie denn hier? Schnelle Expedition. Oh, da brauche ich einen mehr. Gut, du kommst mit. Geht ja trotzdem sehr, sehr flott. 2 Minuten. Warum ist der lokale Saurieranreiz hier so... Der sieht doch eine Menge hier. Tot. Was ist tot? Ach, wieder einer von den Kleinen da hinten. Ich glaube, da brauchen wir auch wieder einen neuen Schwall. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. So, hier versauert schon ewig der Ankylo, der, keine Ahnung, der verreckt so vor sich hin. Ja, wir brauchen Gehege für ihn. Haben wir eine neue Farbe für die hier? Kann ich hier auch lila machen? Nee, ne? Leider nicht. So, machen wir nochmal einen kleinen Klatsch von denen hier. Transport im Gange. Uff. Wir haben keinen Sprit mehr. So, Expedition abgeschlossen. Wie viel haben wir denn? Haben wir da schon irgendwas? 53. Alright. Wir müssen das alles durchkloppen erstmal. Dann können wir uns ein Bild davon machen. Und dann machen wir Raptoren. Wie viel Geld mache ich denn jetzt? Wie viel Geld mache ich denn jetzt? Okay. 353. Das ist schon mal ein Anfang. Es ist besser als davor. Ich meine, wenn du so 500 machst, dann bist du über den Berg. Dann bist du absolut über den Berg, weil dann machst du so viel Geld. Ja, so schnell. Da kann dir eigentlich quasi nichts mehr passieren. So, nächster Schwall. Nochmal hier eine Minute durch. So, was haben wir hier? 9. 3 schlechte. Naja, damit muss man leben. Ja. Ja. Übernimm. So, warum kriege ich eigentlich noch so schlechtes Personal? Wir waren doch so weit. Stufe 2. Warum kriege ich hier noch so Gurken? Wie die hier. Er hier. Karl. Ich meine, ich kann Karl trainieren. Es
Jetzt ist ein kleines bisschen besser. Er kann schnelle Extraktion, das ist ganz gut. Kann ich hier zusammenwerfen, dann geht es noch schneller. Denn das kumuliert. Das ist ganz nice. Boah, der sieht auch so geil aus, oder der Moser? Man muss ihn lieben. Man muss ihn einfach lieben. Und es läuft auch richtig gut hier. Oh, erzählen wir ihn mal. Auch so ein richtig schönes Tier. Unglaublich nice, oder? In dem Lila. Eingehende Übertragung. Und bababu, babu, babu, bubum. Na also, Edel. Oh oh, oh oh oh, kommt schon wieder ein Sturm. Apropos Edel. Ich muss unbedingt gucken, jetzt haben wir aber keine schnelle Forschung, ne? Nee, der ist gerade beschäftigt. Wissenschaftler hinzufügen? Ich kann noch jemanden hinzufügen? Alter, Logistik 8. Schneller Brutvorgang. Das wäre eigentlich nur was, was wir benötigen würden. Schneller Brutvorgang. Ah, die hat aber wieder hier so 2-2. Was ist die Stufe 4? Die kannst du also auch nicht mehr trainieren. Das ist richtig doof. Saurier wohl. Spezialisierung, schnelle Extraktion. Hm. Haben wir aber den hier. Der ist gar nicht mal so kotig. Na gut, lassen wir durchlaufen, damit er hier frei wird. Wie weit sind wir denn bei den Raptoren? Kann ich jetzt gar nicht sehen. Weil die würde ich ganz gerne in der Folge noch hinbekommen. Oh, hier gibt es gar nichts zu sehen. Dann würde ich ganz gerne auch noch hier die Dinger hier verbessern. Weil Raptoren, Rex, da kannst du Geld holen. Ist ein Barry tot? Immer noch nicht. Krass, diese Barrys, ne? Zur Abholung des die halten durch. Die geben nicht auf. So, guck mal hier. Gibt's ein paar neue. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Ah, noch einen hier rein. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Bisschen verteilen die Babys. So, Forschung. Hätte ich jetzt ihn hier. Was haben wir noch hier? Haben wir noch irgendwas vom Raptor? Nö. Wie weit sind wir hier? Hier können wir es ja auch sehen. 94. Ja, komm, jetzt müssen wir es fertig machen. Ich meine, da kann sie aber auch hier hin. Jetzt müssen wir es fertig machen. Jetzt haben wir eigentlich gar keine andere Wahl mehr. Gästekomfort. Nein, hier. Das wollte ich haben. Wo haben wir denn Mr. Schnelle Forschung hier drüben? Machen wir die beiden. Dann rauschen wir hier nochmal ganz schnell durch. Dann kommen die Raptoren hier rein. Produkttransport wird durchgeführt. Sind die eigentlich langlebig, so ein Moser? Wie alt wird denn so einer? 100! Guck mal, wie der Verkaufswert schmilzt. Das ist wie so ein Neuwagen. Du kaufst das Ding für 160.000, fährst raus vom Autohändler und schwupps ist er nur noch 120.000 wert. 40.000, nur weil du rausgefahren bist. Aus der Garage, aus der Ausfahrt des Autohändlers und schon ist das Ding weniger wert. Das ist brutal. Transportiere Produkt. So, guck mal, jetzt haben wir hier so einen großen, mega krassen Naschtempel. Transport abgeschlossen. Könnte man dann hier hinsetzen. Zustellung wurde abgeschlossen. Dafür bauen wir Raptoren und irgendwie noch mehr Action. Oder hier hin, weil ich will hier auch noch einen Weg runter machen. Irgendwo ist ein Ranger-Team platt. War doch wieder der T-Rex, oder? Der alte Assi. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Raptoren... Was? Ich hab... Geil, Mann. Oh Gott, jetzt mache ich 94% Raptoren. Da sind sie. Modifizieren. Die mögen eh nichts. Hasserfüllte kleine Drecksviecher. Wie, ich kann nur das hier machen?
Nehmen wir das hier. So, ich bringe euch mal ein bisschen Toleranz bei, Jungs. So, ihr seid soziale Wesen jetzt. Dank mir. Das wollte ich nicht. Hier, Wissenschaftler. Schnelle Synthese. Und Genetik-Spezialisierung. Kann man Raptoren und Ankylos zusammenhalten? Können die nicht Freunde werden? Das wäre cool. Warte mal, irgendwas läuft hier gar nicht so gut. Ach, das Ding hier wollte ich eh wegmachen. Der hier. Jetzt läuft's besser. Ja. Hat die Leute gestört. Die haben gesagt, nee. Wenn das da drin steht, dann gehe ich da nicht rein. Verpisst euch mit dem Müll. Oh nein! Oh nein! T-Rex! Schwester! Reanimieren Sie meinen T-Rex! Herr im Himmel! Das ist ja auch wieder nur so. Will ich wieder so dominante, drecksaggressive Viecher drin haben? Wie lange dauert denn so einer? 2 Minuten. Okay. Wir brauchen 4 Stück. Ich hätte ganz gerne harmlose Raptoren. Harmlose, liebevolle, ich tu dir nichts Raptoren. Das wäre halt so mein Ding. Oh, Kacke, der T-Rex ist weg und schon boom, boom, boom. Juckt sich keiner mehr da oben für die Sachen. Ätzend. Ich brauche einen T-Rex. Ich brauche mehr Brutlabore. Mit dem riesen Output, das wir mittlerweile haben, brauchen wir noch ein zweites. Lagune. Ja klar, da kann ich lange rumfummeln. Hier oben. Ich guck die ganze Zeit unten. So. Ich muss mehr brüten. Ruhe. Ach, die sind ja alle total erledigt. Und die Folge ist auch schon wieder rum. Dann gibt es wohl Raptoren erst in der nächsten Folge. Ich hab's versucht, aber hey, die Delfine haben wir in der Folge hinbekommen. Gut, Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir die Raptoren. Der Ankylo wird natürlich auch versorgt. Ein Raptor ist ja auch schon wieder fertig. Der kleine Scheißer hier. Ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt noch nicht frei, sondern erst, wenn seine Brüder hier ready sind. Vielleicht kriege ich es noch irgendwie hin und mache den Raptor auch komplett. Oh, ich könnte hier noch Brutkästen reinmachen. Und wieder einer tot. Oder auch nicht. Doch. Was ist mit dem hier? Warum bist denn du so ein aggressiver Dude? Wo ist die Leiche? Unterwegs, um so. Produkt abzuholen. Und wer hat jetzt schon wieder den geschrottet? Rexy ist doch gar nicht mehr da. Na gut, Freunde. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Kleine Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!